Und da bin ich wieder. Willkommen zurück zu Tomb Raider Lara at the Movies in dem Star Wars Level. Ja, ich bin jetzt wunderschön satt gegessen und ich hoffe, man hört nicht so sehr in meiner Stimme, dass da zu viel Pfeffer drin war, weil das kratzt gerade ziemlich in meinem Hals. Ja, gucken wir mal. Auf jeden Fall, das sieht mir auch alles nicht so geheuer aus. Ich schätze mal, dass wir hier so Plattformen abspringen müssen. Aber ich weiß nicht, ob da noch irgendwo eine ist. Ja, von da sind wir gekommen. Ja doch, da ist ja eine. Dann springen wir da nochmal rüber. Gut, vielleicht kann man auch überall laufen. Ich weiß es nicht. Wir können es ja gerade mal austesten. Wohl eher nicht. Oh, das ist so ein bisschen wie so ein Frosch im Hals, wenn man zu viel Pfeffer gegessen hat. Schlimm, schlimm, schlimm. Okay, ich weiß nicht, ob das geht. Man kann das ja nochmal probieren. Vielleicht irgendwie mit Anlauf oder so. Ja, ich weiß nicht. Oder an das Gitter selber. Oder kann man vielleicht von hier... Aber ich sehe keine Plattform mehr. Gehen wir nochmal einen Schritt vor. Nee, das macht Lara nicht. Nochmal mit Anlauf testen. Nee, keine Chance. Probieren wir es, wie gesagt, nochmal an das Gitter zu kommen. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Da hält sie sich vielleicht eher dran fest. Ja, das macht sie tatsächlich. Und ich sehe gerade, man kann hier hangeln. Ich dachte jetzt, man kann da oben drüber laufen, aber anscheinend müssen wir einfach nur hangeln. Das ist natürlich gut. Dann lassen wir uns doch mal hier runter. Jawohl. Und kommt man von hier noch... Ah, da kommt man dann darüber. Aber wir schauen jetzt erstmal hier rein. Aber das ist noch zu. Okay. Weil hier gibt es jetzt wieder verschiedene Plattformen, wo wir hin können. Einmal hier. Und einmal da unten. Und da. Jawohl. Sehr gut. Das erschließt sich wieder mal ziemlich schön. Gucken, ob wir so über die Ecke laufen können. Nein, das können wir nicht. So. Okay. Und hier rüber. Und wahrscheinlich dann irgendwo hier rein, oder? Aber auch das ist noch Oh, das geht auf. Alles klar, das ist sehr gut. Dann kommen wir da schon mal rein. So. Und jetzt aus dem Stand hier rein. Jawohl. Das hat schon mal gut geklappt. So, und was wollen wir jetzt hier unten? Oh, hier ist wieder ein Typ, der uns nichts Gutes will. Und der auch leider nichts verloren hat. Und eigentlich auch hier unten nichts verloren hat. Mal gucken, ob hier hinten drin was ist. Ja, ein Schalter. Ah, da kommen wir auf jeden Fall raus. Das ist schon mal sehr gut. Das habe ich die ganze Zeit bezwecken wollen. Aber dann gab es ja hier noch die andere Luke. Okay, hier kommt man weiter. Gut, dann gehen wir mal hier durch. In der Hoffnung, dass wir nicht verbrennen. Dahinter kann man anscheinend irgendwie. Ja, probieren wir es mal aus. Aber hier hört das Ganze nämlich wieder auf. Es sei denn, man kriecht irgendwie, aber das geht ja auch nicht. Oder man muss irgendwie so da dran springen. Das wäre auch möglich. Aber das ist, glaube ich, zu niedrig. Ach so, man kann auch ganz einfach hier hinterlaufen. Das ist natürlich umso besser. Okay. Oh, ich spüre diesen Pfeffer so in meinem Hals. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was ist das? Kann man das irgendwie einschießen vielleicht? Eher nicht.
Gehen wir mal weiter. Ach, das ist wahrscheinlich die Luke von vorhin, wo wir jetzt drunter stehen. Und hier ist ein Hebel, der die vielleicht irgendwie öffnet oder so. Das hat sich gut angehört. Das hat sich sehr gut angehört. Ja, da kommen wir da wieder raus. Aber bevor wir da rausgehen, wollte ich eigentlich nochmal schauen, was der Gang noch bewirkt. Also wenn wir hier hinten langlaufen, wo uns das noch hinführt. Weil das ist ja hier auch alles, glaube ich, nicht unbedingt zum Spaß da. Deswegen schauen wir mal. Das ist eine Sackgasse. Es gibt irgendwie total viele Sackgassen in diesem Level. Und das ist schon wieder eine Sackgasse. Hä? Also der Raum ist ja total unnötig. Ich glaube, das ist eher so Verzierung. Oder kann man das einschießen? Weil dieser Block hier, ich weiß auch nicht, der kommt mir total spanisch vor. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Aber der geht weder schieben noch einschießen. Also warten wir, was damit passiert. Aha, hier unten ist ein Medipack drin. Das nehmen wir uns mal gleich. Wir finden voll viele Medipacks eigentlich in diesem Level. Finde ich voll gut. Mal gucken, wie viele wir überhaupt schon haben. Wir haben jetzt insgesamt 10 kleine und 17 große. Das ist ganz okay. Kann man sehr gut mitleben. Okay, ich dachte, dass jetzt hier irgendwo so ein Deckenhebel ist. Aber das ist nicht der Fall. Das heißt, das war hier wahrscheinlich auch nur für das Medipack. Nö, hier ist sonst nichts. Nee. Okay, alles klar. Nur das hier hinten, das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Weil das geht ja auch nicht einschießen. Und das geht ja alles nicht ziehen oder schieben. Also hier, keine Ahnung. Keine Ahnung. Lassen wir es einfach gut sein. Wir wissen ja, wie wir hier rauskommen. Wir wissen, wo der Schlüssel hin muss. Und viel mehr müssen wir doch gar nicht wissen. Also zerbrechen wir uns nicht den Kopf über irgendwelche Sachen, die wahrscheinlich total irrelevant sind. Sondern gehen einfach mal hier raus. Hier war diese schöne Leiter. Und setzen dann unseren... Wie hieß er so schön? Der... Schlüssel da. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Schauen wir mal. Skywalker Key. Genau. Der Skywalker Key. Und da kommt Lara tatsächlich nicht hoch. Aber macht nichts. Wir hangeln jetzt hier zurück. Und freuen uns, dass wir den Ausgang geöffnet haben. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Und wir sollten vielleicht ein kleines Medipack nehmen. Also man findet die Medipacks hier ja nicht umsonst oder so. Also man braucht sie ja auch tatsächlich. Aber das hätten wir jetzt schon mal geschafft. Und dann können wir doch durch den Ausgang zurückgehen. Hier nämlich. Okay. Ist das jetzt schon wieder eine neue, verwirrende Area? Hier ist zumindest ein Medipack. So viel zu dem Thema, hier gibt es voll viele Medipacks. Aber wie gesagt, brauchen wir ja auch. Also nehmen wir sie sehr gerne. Und das ist wieder mal eine Sackgasse. Das ist ganz gut, da haben wir nicht zu viele Wege, die uns verwirren. War jetzt hier hinten noch was? Ich habe gerade etwas die Orientierung verloren, aber von hier sind wir hergekommen. Also das ist alles gut. Wir sind nämlich durch diese Tür, kurze Orientierung, genau, durch das Gittertor hier nach rechts gelaufen, genau. Da musste ich jetzt erstmal mich neu orientieren. Hier war das Medipack drin und hier können wir weiter. Alles klar.
Oh oh, hier ist wieder ein Freund, ein böser Mensch, der zwar die Monster killt, aber leider auch uns. Deswegen muss er leider Gottes dran glauben. Und wieder ein Medipack. So viel zum Thema. Und mal wieder eine Sackgasse. Auch so viel zum Thema. Sackgassen und Medipacks, das hat das Level gern. Oder der Levelbauer. Also hier gibt es anscheinend sehr, sehr viele Räume zu erforschen. Diesmal ist hier sogar was, ein Schalter. Okay. Keine Ahnung, was der jetzt gemacht hat. Wahrscheinlich hier unten irgendwas geöffnet oder so. Ah ja. Dieses Tor. Ja, genau. Das ist nämlich hier am Levelstart. Jetzt sind wir draußen endlich und haben den Schlüssel, den Skywalker Key, den wir jetzt wunderbar einsetzen können. Jawohl. Ich wollte jetzt nochmal gucken, ob sich hier hinten noch was zwischenzeitlich getan hat. Also die Dinger sind noch so wie vorher, diese Klötze in der Wand. Aber wer weiß, was sich hier so getan hat. Gerade hier hinten in der Ecke. Also da. Aber hier ist weiterhin Sackgasse, da hat sich nichts getan. Okay, dann haben wir auch nichts übersehen. Dann ist ja alles gut. Darunter wollen wir nicht mehr, der Weg daraus ist nämlich viel zu weit. Deswegen gehen wir jetzt zum Einsatzort dieses Schlüssels, des Skywalker Keys. Und wir brauchen ja auch noch so einen grünen Schlüssel übrigens. Ich muss nur nochmal überlegen, wie kommt man da jetzt gerade nochmal hin? Weil ich glaube, ich bin falsch. Ja, ich bin falsch. Jetzt nochmal hier zurück. Sind ganz falsch. Hier müssen wir nämlich lang. Nee, auch falsch. Das ist eine Sackgasse, mal zur Abwechslung. Weil es ja hier sonst keine Sackgassen gibt. Hier links war das jetzt, genau. Jetzt muss ich nur noch mal überlegen, wo kam noch mal der braune Schlüssel rein. Ach, ich weiß wieder. Hier links. Da war doch hier unten diese Tür. Und da kommen wir doch jetzt bestimmt ohne Probleme mit dem Skywalker Key rein. Mal gucken, ob wir dem Luke Skywalker jetzt auch begegnen. Vorsichtshalber mal abspeichern. Man weiß ja nie. Aber hier ist nur ein netter R2-D2. Der durch die Gegend fährt. Hier ist nix. Gar nix. Und was ist hier? Keine Ahnung, was das sein soll. Und liegt hier bestimmt irgendwo der grüne Schlüssel. Nee, hier ist eine Bodenluke. Die wir erstmal öffnen müssen. Gestaltet sich so, aber glaube ich ein bisschen schwierig. Wenn wir so da drauf stehen. Das heißt, wir müssen jetzt sehen, wie kriegen wir diese Bodenluke auf. Das ist jetzt die Frage. Hiermit können wir nichts machen. Oh! Diesmal ging sogar die Vase einschießen. Interessant. Ich dachte, das geht nicht. Alles klar. Dann, sehr gut, haben wir den grünen Schlüssel. Und schauen erstmal hier unten rein. Das ist übrigens der Watto's Key. Den gibt es bestimmt auch bei Star Wars. Kenne ich jetzt aber nicht. Dann gehen wir erstmal hier rein. Okay. Okay. Ah, was ist das zum Henker? Ist das ein Roboter, der hier gestorben ist? Ja.
Oh nein. Ist das Luke Skywalker? Ich weiß es nicht. Könnt das ja mal in die Kommentare schreiben, ob der das ist. Ich kenne mich nämlich gar nicht aus mit Star Wars. Die könnt ihr euch mal angucken. Ist auf jeden Fall ein toter Roboter. Ich weiß es nicht. Was hat er denn hier verloren? Pup Praise Validation. Okay. Keine Ahnung, was das ist. Überhaupt keine Ahnung. Aber das war es hier unten auch schon. Also wir haben jetzt bei dieser Leiche, bei diesem... Okay, man kann das nicht Leiche nennen. Bei dem defekten Roboter, sagen wir es mal so. Das Ding gefunden, was ich überhaupt nicht weiß, was das sein soll. Aber ich denke, wir werden es irgendwann brauchen. Und dann sehen wir schon, was es ist. Gut. Dann gehen wir doch mal weiter. Und setzen vor allem jetzt erstmal den grünen Schlüssel ein. Das ist das, was mir als erstes einfällt, weil wir ihn haben. Und da können wir ihn auch noch einsetzen. Gut. Also weiter geht's. Wieder hier zurück. Zum grünen Schlüsselloch. Watto's Key, oder wie der hieß. Und ich glaube, dann sind wir doch auch schon ziemlich durch hier mit der Stelle. Aber die Farbe gefällt mir voll gut von dem Schlüssel. Das ist eigentlich so meine Lieblingsfarbe. So hellgrün und so. Okay, hier ist schon wieder so eine Maschine. Ich weiß nicht, was das alles hier sein soll. Das sind jetzt wieder die Star Wars Fans unter euch gefragt. Hier liegt auf jeden Fall was. Okay. Interessant. Kann man das kombinieren? Nee. Kann man nicht. Und jetzt stehen wir hier auf einem wunderschönen Balkon. Ich schätze mal, dass wir hier was einschießen müssen. Probieren wir es, dann wissen wir es. Okay. Okay. Jetzt haben wir da diese coole Disco-Musik im Hintergrund. Sehr lässig. Ich wollte jetzt eigentlich die Folge beenden, aber die Musik lassen wir jetzt noch durchlaufen. Zum Hintergrund, weil die ist echt cool. Und ich habe auch die letzte Folge ein bisschen früher beendet, da können wir die auch ein bisschen überziehen. Macht ja nichts. Können wir schon mal dahin gehen, was wir geöffnet haben. So, hier hoch war das nämlich. Und da hoch. Und dann können wir nämlich hier drüben reingehen. So. Und dadurch. Und hier rein. So. Jetzt hört die Musik auf und dann würde ich sagen, beenden wir auch die Folge. Hier ist noch ein böser, böser Mensch, den wir aber erledigt haben. Hier kommen wir wahrscheinlich nicht hoch, nein. Das ist jetzt die andere Seite der Mauer, glaube ich. Und hier muss jetzt wahrscheinlich das Ding rein. Oh Gott, ich kann gar nicht aufhören, weiterzuspielen. Okay. Liegt hier hinten was? Nö. Aber das sieht auch irgendwie so aus wie Level Ende, finde ich. Aber wir haben dieses... Was ist denn das hier überhaupt? Hyperdrive Generator. Das brauchen wir nämlich dann für dieses Ding im nächsten Level. Und ich glaube, das kommt jetzt. Ja. Dann haben wir doch einen guten Schnitt. Sehr gut, können das hier beenden. Speicher mal ab. Wir sind jetzt in Star Wars Pod Race. Und das ist das, von dem ich geredet habe. Dieser, das ist so ein Parcours und da fahren wir mit so einem komischen Weltraumding lang. Irgendwie auf Zeit oder so, also das wird extrem spannend und mal was ganz anderes, als ihr es kennt. Da freue ich mich sehr drauf und da sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.